Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zu einem, ja, erfrischenden Wüstenprojekt. Hoffentlich zumindest. Wir spielen Gas Station Simulator. Irgendwo im Nirgendwo sollen wir eine Tankstelle aufmachen. Ja, ich lasse mich mal überraschen, was dieses Spiel für uns bereithält. Es wurde mir von einem Kollegen empfohlen. Ich habe selber noch nicht reingespielt. Ich kenne es nicht. Ich habe es auch noch nirgendwo anders gesehen. Deswegen, es ist für mich jetzt, ja, alles neu. Lassen wir uns drauf ein. Wir starten ein neues Spiel in der Wüste. Das erste Mal, dass ich eine Tankstelle übernehme. Naja, es gibt für alles ein erstes Mal, wie es immer so schön heißt. Ach ja, Link zum Spiel in der Videobeschreibung. Genau, habe ich noch nachzureichen. Das Ganze natürlich wie immer auf Steam und mit Sicherheit auch in anderen Shops. Da habe ich jetzt nicht genau geschaut. Ich spiele das Ganze hier über Steam. Irgendwo auf der Route 66. Aha. Unser Wackeldackel. Unser rauchender. Grafik ist schon mal besser als bei Streamer Live Simulator. Das fällt auf den ersten Moment auf. Im ersten Blick fällt das sofort auf. Gas Station Simulator, okay. For sale. Ist das unsere, oder? Was stand da dran? Closed. Ja, geschlossen. Das ist unser Laden. Sollen wir den übernehmen? Dust Bowl. Aha. Glückwunsch. Du bist jetzt der Besitzer der Dust Bowl Tankstelle. 12 Stunden später. Aje. Tag 0. 1 Uhr. 1 Uhr nachts. Was? Wir stehen 1 Uhr nachts auf. Okay. Beängstigend. Wer steht bitte um 1 Uhr nachts auf? Das geht ja gar nicht. Finde und betrete die Tankstelle. Hinweis, während du etwas in der Hand hältst, kannst du es mit rechter Maustaste in den Mülleimer werfen und eine Punktzahl erhalten. Aha. Ne? Ah, okay. Oh Gott, bitte, nein, bitte jetzt kein Déjà-vu zum Streamer Live Simulator. Oh je. Aha, da wurden irgendwelche hochmathematischen Berechnungen durchgeführt. Interessant. Was ist das da unten? Da sollen wir hin, oder? Okay, jetzt liegt hier der ganze Müll im Weg. Ah, Moment. Zack. Highscore. Okay. Ich versuche mal, deine Mülleimer zu treffen. Schwupp. War wunderbar. Habst du das gesehen? Das war ja schon ein großes Kino, oder? Oh, das auch. Ja, das war sehr großes Kino. Ich mache jetzt hier Müllbeutel-Weitwurf. Oh, der war nicht gut. Der war eindeutig zu weit. Na komm, einer geht noch. Zack und... Aber also, ne, das war wohl ein Dreier, hätte ich gesagt. Ach komm, einer noch. Den Teddybär? Nee, den nicht. Ach, schau mal hier die Schlange, die ist ja putzig. Wir haben doch hier bestimmt noch Müll rumliegen oder sowas. Ein Müllsack. Hier. Komm, der muss noch rein hier. Dennis Rodman, zack. Oh. Dennis hat nachgelassen mit dem Alter. Na schön. Also, in die Richtung. Finde und betrete die Tankstelle. Ja, hier alles. Eieiei. Mit Brettern vernagelt. Oh. Der Mond ist aber übertrieben groß dargestellt. Na gut. Das ist unsere Bruchbuden. Oh. Wollte gerade sagen, ja, schau mal. Stromfeuerwerk. Muss ich da die Bretter jetzt wegmachen wahrscheinlich, oder? Ja, es ist alles vernagelt. Oder komme ich hier rein? Nee, geht nicht. Ja, dann muss ich wohl die Bretter hier. Schmeiße ich da in den Müllcontainer. So. Und überall diese ganzen Fliegen und das Geschmäus, wird der Kedra sagen, gell? Ja, ja. Überall der ganze Dreck, der hier rumliegt. Eieiei. Muss ich erstmal aufräumen. Erinnert jetzt dann gleich an wie hieß es? Drains Station Renovation, ne, das war letztes Jahr im Stream gespielt haben.
Hey, da schaut's aus. Zappalot. Aufgabe erledigt. Folge dem Hochspannungskabel und findet einen Weg, den Strom einzuschalten. Moment, das ist hier. Ja, okay. Dann in die Richtung. Sieht auf jeden Fall sehr vertrauenserweckend aus hier. Ja, da freut sich jeder Elektriker. Hoffentlich muss ich das nicht alles aufräumen da. Der hier, wa? Und jetzt? Muss ich da einen Knopf drücken, oder? Ah, okay. Einfach bloß draufklicken. Na gut. Es werde Licht, meine Damen und Herren. So einfach geht's. Da hinten die Großstadt, oder was soll das? Hä? Ich hab gedacht, wir sind mitten in der Wüste. Hä? Was ist das? Ein Arcade-Automat! Car Frenzy! Instant Coin. Was? Win 20 Dollar? Du mach ich gleich hier. Nee. Überall liegt der Dreck rum hier. Ich glaub's gar nicht. War bestimmt der Kitra hier, das alte Pizza-Monster. Wann Pizza? Mhm. Naja. Oh, hier ein kleiner Buggy. Schön. Wann gesteuert das Auto? Okay. Nehme den Anruf in der Telefonzelle entgegen. Also dann. Rennen kann ich hier nicht, oder? Nee, hier gibt's wohl nur eine Geschwindigkeit. Dass da hinten so die Großstadt irgendwie, das gefällt mir gar nicht. Ich hab echt gedacht, ich bin hier irgendwo im Nirgendwo. Aber das sieht irgendwie so, naja, sehr nah an der Großstadt aus. Dust Bowl, hier ist noch irgendwas. Open, closed. Was ist das hier? Kommen hier die Aliens zum Tanken oder was? Die Alien-Tankstelle? Mhm. Hello. Congratulations on your purchase and investment, little nephew. It has been a while since you've heard my voice now, hasn't it? Yes, I'm a busy person, but luck would have it that the land you've purchased once belonged to my father. Since you are not only a potential business partner, but family no less, I'll do my best to help you. I will send you emails on a regular basis providing you with information on how to handle each part of the business. Do make sure to pay attention. Well, I must head off now. It was pleasant speaking to you again. Good luck. Aha. Für unseren Onkel machen wir das Ganze hier. Na gut. Also der mysteriöse Onkel. Wir haben die E-Mail bekommen. Ah, es wird hell. Sehr gut. Endlich sieht man mal ein bisschen was. Moment, dann mache ich doch hier auch noch schnell auf, oder? Weißt du was, ich schmeiß die Bretter jetzt bloß dahin. Da bin ich jetzt zu faul, da wegen jedem Einzelnen da zum Müllcontainer zu rennen. Hier liegt so viel Zeug am Boden rum, da kommt es auf die paar Bretter auch nicht mehr drauf an. So. Gasstation, abgeschlossen, abgeschlossen. Hä? Mail. Tag 1, hallo. Anführungszeichen. Der Dialekt war nie wirklich meine Stärke, wie auch immer. Ich habe gerade gehört, dass du eine solide Investition getätigt hast. Schade, dass du deine Wagen verkaufen musstest. Du hättest mich hier um ein Darlehen bitten können. Ich werde einige Tipps und Tricks zu deinem Vorhaben beisteuern. Meine E-Mails werden in regelmäßigen Abständen kommen, so dass alles übersichtlich bleibt. Das sollte dir helfen, diese Tankstelle zum Laufen zu bringen. Vergiss nicht, Gewinn zu erwirtschaften. Fange mit der Sanierung der Zapfsäule an. Aha, mach dir keine Sorgen wegen des Geldes, wir sind schließlich Familie. Was wäre ich für ein Onkel, wenn ich dir nicht helfen würde? Na, das ist doch schön. Das ist doch toll. Was ist das hier? Ein Scanner? Okay. Wahrscheinlich für... Ja, hier ist auch so ein Förderband. So ein Laufband, ne? Wie man es aus dem Einzelhandel kennt. Wahrscheinlich müssen wir später auch noch abkassieren und sowas. Okay. Steige in den Minibagger. Er heißt Rudi. Oh je. Minibagger? Da hinten. Der Rudi. Der erste Bagger, der Rudi heißt. Rudi Rennsemmel. Okay. Entferne die Sandhaufen vor der Zapfsäule. Wenn etwas schief geht auf dem Parkplatz, findest du den Knopf, der seine Position zurücksetzt. Okay, na gut. Der Rudi. Brumm, brumm, brumm. Was? Kein Kraftstoff mehr. Okay.
Tja, Rudi, das war's dann. Du hast nicht mal die erste Runde geschafft. Finde einen Weg, den Mietwagen aufzutanken. Suche nach einem alten Benzinkanister. Ja, such. Wo ist er denn? Da hinten, vermutlich. Oh, wir haben zwei Mails. Moment, wir schauen uns erst die Mails an. Oder? Na, komm, folge dem Tutorial, Haubi. Denk dran. Nicht immer alles irgendwie auf eine komische Art und Weise machen, dann funktioniert meistens nichts mehr am Schluss. Okay, Kanister. Mit dem Kanister in der Hand klicke linke Maustaste auf die Tanksäule, um ihn aufzufüllen. Wenn er voll ist, mit der rechten Maustaste auf den Tankdeckel des Baggers. Okay. Rüste den Kanister mit Tab aus. Gut, intuitives Menü, das ist schon mal gut. Rudi. Eieiei. Wer hat sich diesen Namen einfallen lassen? Da, der Zapfsäule. Voll. 20 Liter passen da rein, okay. So, Rudi, hier. Rechte Maustaste war das, oder? Siehst du doch rechte Maustaste. Oder habe ich mich da verlesen? Okay, nicht fragen. Komm, ich fülle den gleich nochmal auf, wer weiß. Ist nie verkehrt, wenn man ein bisschen Sprit dabei hat. So, dankeschön. Und wie werde ich den jetzt los? Hallo? Ah, okay. Gut, einfach nochmal ins Menü gehen. Drücke Tab, nur Werkzeuge zu filtern. Ich will keine Werkzeuge filtern. Was ist das hier? Ein Rucksack oder sowas? Dekoration, Regale, Produkte. Okay, na gut. Also. Ja, jetzt haben wir auch links unten die Spritanzeige. Der steuert sich aber schon ein bisschen abenteuerlich, ne? Na gut. Unser Rudi. Also, da liegt jetzt ein Haufen. Yes, das Hilfe. Achso, okay, da kannst du nicht drüber fahren. Das ist verständlich. Man sollte schauen, wo man hinfährt. So, und jetzt? Halte linke Maustaste gedrückt zum Aufheben. Halte rechte Maus. Wow, okay, das Ding überhitzt ja ohne Ende. Wow. Kehre zum Entfernen des Sandhaufens zurück. Ja, wie? Okay, ich soll wohl darüber fahren. Das raucht jetzt schlecht, das Ding, ne? Ah, okay, Sanddepot. Also gut. Ja, runter damit. Das war einfach. Aufgabe erledigt, jawohl. So, ja, wo fahren wir jetzt den Rudi hin? Den parken wir da irgendwo. Hier liegt überall ist hier Sand. Gut, wir sind mitten in der Wüste. Kein Wunder, dass hier überall Sand ist. Boah, hier auch voll die Sanddünen. Eieiei. Ob das so sein soll? Ich stell den Rudi mal dahin. No Bier, was? Was steht da? No Bier. Okay, das ist schon mal schlecht. Aber gut. Öffne die Tankstelle. Mhm. Wenn du keine Zeit hast, Kunden zu bedienen, schließe die Tankstelle wieder, damit du dich auf andere Aufgaben konzentrieren kannst. Open. Schön. Du kannst die Tankstelle jederzeit schließen, nutze die freie Zeit, um bla bla bla. Ja, ja, okay. Der Wasser, rechts bedeutet, dass du den Verkehr in Gang setzen. Ja? Aber wofür ist der Knopf hier? Für die Aliens, ne? Hm, komisch. Ja, holla die Waldfee, Mensch. Also, wenn das die Kunden nicht anzieht, dann weiß ich auch nicht mehr. So, Telefon? Ne, war nix, okay. Ich wollte gerade irgendjemand anrufen, genau, den Telefon-Joker. Fülle die Kraftstoffvorräte über den PC nach. Mhm. Lieferung. Kraftstoffvorrat. Okay, wir haben einen 200-Liter-Tank offenbar. Bestellung. Ah, okay. Mhm, hier kann ich quasi die Menge einstellen.
Ich habe jetzt schon gedrückt, der kommt jetzt schon, ne? Ah ja, hier, auf die Bestellung warten. Okay, was ist hier sonst noch? Das ist Mail, oder kam jede Menge Mails. Neue Fahrt, Minibagger. Ich sehe, dass du Rudi gefunden hast. Ich spreche von dem Bagger. Einer meiner Bauunternehmer hat sich, sagen wir mal, in das Ding verliebt. Irgendwann blieb der Name hängen. Also heißt er jetzt Rudi. Wie auch immer. Ich brauche ihn nicht mehr. Aber er könnte für dich sehr nützlich sein. Sei nur vorsichtig, denn er ist alt. Beim Sandsammeln überhitzen die Gänge gerne. Wenn das passiert, dann die Hitze ablassen. Wenn du das nicht machst, wird der Motor überhitzen und du verlierst Sprit. Um den Sand nicht einfach irgendwo hinzuschmeißen. Naja, Finde den Bereich unter außerhalb der Tankstelle, suchen oder für den abgegrenzten Bereich. Technisch gesehen kannst du mit dem Führerschein keine Schwerlastfahrzeuge wie Rudi fahren, aber hier kontrolliert es keiner. Okay, Benzinkanister, das ist auch klar. Du benötigst den Kanister, um Rudi aufzutanken. Ja, das haben wir gelernt. Öffnen und schließen der Tankstelle. Es gibt einen magischen Trick bei dem Ganzen. Es dauert etwa 60 Sekunden, bis sich der Verkehr wieder entwirrt hat. Ah ja, okay, falls sich das Ganze irgendwie feststeckt, bestellen. Lieferungen. Ach, er hat für uns die erste Bestellung bezahlt. Das ist gut. Betrachte meine Hilfe als familienfreundliche Investition. Ich erwarte große Dinge von Ihnen. Okay, da ist jetzt die Übersetzung noch ein bisschen, naja. Besen, Farbroller, Müllsack. Okay. Alkohol, Parkplatz. Achso, das sind Regale wahrscheinlich. Parkplatz. Angestellte gibt es auch Darlehen. Also, naja, gut. Muss wahrscheinlich erst noch freigeschaltet werden. Nicht mehr Kraftstoff. Das ist unser Kraftstofftank. Aber ich sollte doch... Hey, ich verstehe das gar nicht. Nochmal. Es hat wohl nicht gegolten. Nochmal. Ich bestelle mal 200, ne? Ich hab nichts eingestellt. Deswegen wahrscheinlich. 200? Bestellung zurücksetzen? 100? Ja. Ich hab hier drauf geklickt, aber nichts bestellt. Okay, dann mache ich hier 200. Und bestelle... $400, Alter. Echt? Ah, okay. Und jetzt ist erledigt. Was ist das für ein komisches Radio hier? Naja, gut. Da schaut's. Wer ist er denn? Hallo? Hallo? Okay. Willst du tanken oder was? Kunde am Kraftstoff. Muss ich den auftanken? Ich hab keinen Kraftstoff. Es tut mir leid. Ich habe zwar offen, aber ich kann dir nichts verkaufen. Ah, hier kommt der Sprit. Moment, Entschuldigung, warte, man muss warten, bis der Sprit hier kommt und dann tanke ich dir auf. Du hast Nackenprobleme, oder? Kann das sein? Schon, gell? Ja. Okay, so. Hier rein, bitte. Teste deine Fähigkeiten am Arcade-Spiel, während du auf den nächsten Job wartest. Arcade-Spiel? Ach, das, was wir vorhin gesehen haben, vermutlich, oder? So, das ist der Tankwagen. Ah, ja. Sieht ja spannend aus. Naja, bei uns sehen die anders aus, aber okay. Unser 200-Liter-Tank. Naja, der ist doch gleich leer. Was sind 200 Liter, ey? Da gehst du viermal tanken bei uns, dann ist das Ding leer. Hello? Aha, du hast Schulterprobleme offenbar. So, wo sehe ich jetzt, wann der fertig ist? Nirgendwo vermutlich, oder? Dauert halt einfach. Es wird schon wieder dunkel hier, mein Gott. Ah, ist fertig, okay. Ja, vielleicht ist der Kunde noch da. Hallo? Ah, wahrscheinlich muss ich drücken, wenn da der Zeiger übereinstimmt, oder? Nice, okay. Mensch, der erste zufriedene Kunde. Der hat zwar eine Ewigkeit gewartet, aber das macht ja nichts. Da fährt er wieder, unser Tankwagen.
So, also dann gehen wir mal schnell Arcade-Spiel spielen. Stress hier, du. Heieiei. Was haben wir getan? Nix. Ein paar Bretter weg. Telefoniert. Sand zur Seite geschaufelt. Benzin bestellt. Ein Auto betankt. Das war unser Tag. Wow. Das ist die Autorennen. Bla, zum Bewegen, Leertaste zum Springen. Ist das, okay. Ich fahre alle Kontrollpunkte in der angegebenen Reihenfolge. Beende das Rennen unter 1,15, um $20 zu bekommen. Okay. Wow. Alter, boah. Alter, das Ding steuert sich ja übel da. Juhu! Okay, das mit dem Springen ist, glaube ich, keine gute Idee. Oh, Alter. Ich glaube, das mit 1,15 wird eng. Das steuert sich ja echt richtig. Ja! Das steuert sich übelst. Naja, es wird ganz eng mit den 1,15, denke ich. Was auffällt, die Lenkbewegungen schlagen sehr direkt an. Also man muss ja sehr behutsam lenken. Und ja, das Ziel treffen, das wäre, glaube ich, auch nicht ganz verkehrt. Und jetzt, ach doch Gott, juhu! Boah, was ein Sprung hier, Mensch. So, wir haben noch 7 Sekunden. Oh, jetzt sind wir festgesteckt. Ah! Hilfe! Okay, das wird, glaube ich, nix. Das wird nix. Aber da ist ein Kunde, da ist ein Opfer hier. Moment, ein Opfer will Sprint. Schnell, hüpf. Komme ich da nicht vorbei. Gut, dann hier. Bediene den ersten Kunden. Er stimmt nicht ganz. Hep. Das ist der zweite Kunde. So, tanken. Greift jetzt das. Ja, das haben wir ja schon gesehen, wie das funktioniert. Okay. Das war relativ intuitiv. Mit Shift kann man beschleunigen. Okay. Thank you. Na klar, danke. Tschüss. Und wieder Geld verdient. Sehr schön. Ach Gott, ich habe eigentlich gar keinen Bock hier aufzuräumen, gell? Hier schaut's aus. Junge, Junge. Kaufe einen Müllsack. Oh je. Geht schon los. Kaufe einen Müllsack. Moment, wie viel Sprit haben wir denn noch? 171, okay, wir haben 2 Autos getankt und nicht mal 30 Liter verbraucht. Merkwürdig, okay. Müllsack. Müllsack gekauft. Rüst ihn aus. Mit dem Müllsack in der Hand kannst du Kleinabfälle aufnehmen. Aha. Und Müllsäcke in Mülleimern ersetzen. Größere Abfälle wie Gerümpel müssen in Container gebracht werden. Müllabfuhr muss über den PC bestellt werden. Na schön. Also gut, soviel zum Thema. Ich habe gar keinen Bock zum Aufräumen. Weil der Ketra wieder seine Pizzaschachtel überall rumfliegen lässt. Was war das jetzt? Ach, jetzt war der Müllsack voll. Jetzt, ah, okay. Jetzt kommt so ein Müllsack raus. Ah, ja. Kann ich die... Ja, tatsächlich, ich kann die Bretter auch da rein klatschen. Sehr gut. Die hier auch. Ja, und wenn der Müllsack voll ist, dann packt er den hier zu und dann kann ich den wahrscheinlich gleich am Ende in den Müllcontainer schmeißen. Das ist gut. Muss ich nicht jedes einzelne Drum hier entsorgen. Sehr fortschrittliche Spielmechanik. So, dann haben wir hier noch ein paar Bretter. Hier noch ein bisschen Müll. Da der Müllsack, genau. Oh, Leute, da ist... Train Station Renovation, aber echt. Naja. Wenn es im echten Leben auch immer so schnell ginge mit dem Aufräumen. So. Das haben wir. Da müssen wir noch. Zack, genau. Aufgabe erledigt. Hier haben wir noch ein bisschen Dreck und Müll. Hallo? Zack, zack. Schwupp. Mein Gott, alles muss hier wegschmeißen, der ganze Dreck. Hier noch. Ah, Kundschaft, Moment. Zack. Hello. Oh.
Was kann man für dich tun? Einmal voll tanken mit dir, na dann. 15 Liter, okay. Awesome, ja dann. Wie sie sich freut. Aha, gegrüßt hat sie auch noch, schau an. So. Hep. Oh, okay, das war nix. Moment. Mal schön von der Seite hier. Schack. Boah, super, oder? Heiliges Blechle. Der kann das. Der kann das. Was ein Wurf. Na komm und zack. Boah. Und rein damit. Yeah. Was ein geiler Wurf. Mensch, der Haubi, er hat die Berufung verfehlt. So, was soll ich jetzt die alten Möbel entsorgen? Oh Gott. Na gut, nehmen wir das komische Teil hier. Da. Ach. Oh Gott, Schwächeanfall hier am Container. Hep. Den Autoreifen, den braucht auch kein Mensch. Hep. Okay, der nächste Schwächeanfall. Ne, wie er das Ding einfach so durch die Gegend werfen kann, das wiegt ja alles nichts. So ein Regal, das sieht ja auch total leicht aus. Hep. Ja klar, schau an hier. Unser Tankstellen-Haubi, der ist hier richtig gut unterwegs. Der hat richtig Schmackes. Hat wahrscheinlich Kraftfutter gegessen in der Früh, ne? Deswegen kann er das ganze Zeug hier ohne Probleme durch die Gegend werfen. Habe ich vergessen nachzuschauen, ob noch ein Pfand drin war, ne? Eine Pfandmünze für den Einkaufswagen. Jeder Dollar zählt hier in der Wüste. So, komm, das ganze Gerümpel hier weg. Zack. Oh, ups, das war ein bisschen viel. Hup. Oh, schade, okay. Ah, hip. Jawohl. Ja, Sackelzement, scheiß Physik. Naja. Komm, der fliegt auch noch raus. Okay, die Physik ist interessant, ne? Ist relativ gut gemacht, finde ich. Hier sind die Matratze. Wer weiß, oh, wer weiß, was, wer da schon genächtigt hat auf dem Ding. Schon ein bisschen durchgenudelt, das ist die gute Matratze hier. Naja. Kauf einen Besen, ist die nächste Aufgabe. Mhm. Machen wir gleich. Ich bringe bloß noch den restlichen Müll hier raus. Ne, das sieht ja nicht gut aus, ne? Deswegen, also das muss ja alles weg. So. Oh, da wartet noch jemand. Entschuldigung, hab sie nicht gesehen. So, wie viel hätten wir denn gern? 13 Liter. Na gut, fast 14. Dachte schon, ja, es tut mir leid, ich habe dich nicht gesehen. Ne, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ah, ja, unentspannt die Leute. Soll sie halt was sagen, ne? Ich bin hier schwer am Arbeiten. Glaubt mir zwar eh keiner, aber macht ja nichts. So, ich glaube, der... Oh, der ist voll, oder? Krieg nichts mehr rein hier. Na, verdammt. Hep. Hep. Ah, geht schon noch was rein hier. Hep. Ja, jetzt springt der einfach wieder raus hier. Hep. Bleibst du drin? Hep. Na, also, geht doch. Also, wir sollen einen Besen kaufen. Werkzeuge... Besen. Besen gekauft. Da ist er. Links oben ist die Verschmutzungsanzeige. Fußabdrücke, Farbflecken, andere Schmutz. Aha, wenn du dich mit der Sauberkeit kümmerst, werden die Kunden nicht mehr einkaufen. Oh. Das hier, oder? Der ganze... Ja, okay. Der ganze Sand und das Zeug hier. Also dann... Ja, hallo, wir sind hier in der Wüste. Ist doch klar, dass hier jede Menge Sand ist. Das hat jetzt ein bisschen was von Hausflipper, ne? Ja, und wenn man links oben schaut, die Anzeige, ne, es wird zunehmend wandert der Marker in den grünen Bereich, was ja gut ist. Jawohl, meist schön haben wir das sauber gemacht. Schau das an. Hier noch, oder? Na, hier noch ein bisschen. Da kannst du jetzt vom Boden essen, so sauber ist das hier. Das komische Teil ja auch noch.
Hep. Okay. Bestell die Müllabfuhr. Na, eine gute Idee. Wenn der Container voll ist. Hep. Hep. Aber da geht schon noch was rein, oder? Ja, klar. Oh, der nächste Kunde. Hallo. Mache eine kleine Tankung. Hier, schau mal. 12 Liter. Lohnt sich ja gar nicht. Good job. Jawohl. Dankeschön. Und langsam aber sicher füllt sie hier die Kasse. So muss sein. Hep. Und einen Müllsack hätten wir hier noch. Das hier, was, der Müll, der hier rumliegt, schaut euch das mal an. Oder hier, dieser Bereich da, das sieht so nach Baustelle aus, under construction. Oh ja, ja. Na gut. Hep. Okay, also das ist drin. Dann holen wir jetzt noch die Müllabfuhr. Lieferung, Müllabfuhr. Big Joe. Trash Collection. Bestelle einen Müllwagen. Ja, was kostet? Hoffentlich nix. Wer ist der denn? Hey, kleiner Junge, der Dennis. Dennis wird gelegentlich auf der Tankstelle erscheinen und Graffiti an die Wände malen. Oh, der ist ja frech. Verscheuche ihn, indem du Gegenstände nach ihm wirfst. Super, jetzt habe ich aufgeräumt. Im Verlauf des Spiels werden neue Ereignisse erscheinen. Sie können in den Optionen abgeschaltet werden. Ach, Quatsch. Abschalten. Wo ist der kleine Saubreis? Doch. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich sehe ihn gar nicht. Wo ist er denn? Es ist doch, ich soll Sachen nach ihm werfen. Okay. Ich frage nicht näher nach, ne? Ist halt einfach so. Also, gut. So, kaufe einen Farbroller. Werkzeuge, Farbroller kaufen. Da, okay. Die Farbe wird sich im Laufe der Zeit abbauen. Nach dem Ausrüsten mittels Tab drücke Shift und die Farbe... Ah, kann ich die Farbe auswählen? Okay. Nähere dich der Wand innerhalb des grünen Bereichs. Wenn du über die Markierung hinausgehst, spritzt die Farbe auf den Boden. Okay. Shift. Ah, hier kann ich die Farbe einstellen. Okay. Cool. Hallo, Sir. Darf ich Ihr Auto neu anmalen? Ja, ich weiß, du willst wahrscheinlich tanken, ne? Na gut. Also. Grüß Gott. Passen Sie auf. 14 Liter. Auch wie süß. Ja, ja. Alles gut. So, jetzt also, lass uns malen hier. Oh, der hat hier hingeschmiert, der Dennis. Oh. Ah, okay. Mit gedrückter linker Maustaste ändere ich diese Skalierung. Okay, System verstanden. Ja, immer mal wieder drücken, dass ich hier mit diesem Marker quasi in den grünen Bereich komme und dieser Kreis bewegt sich, da muss man also aufpassen. Okay, gut. Oh, der hat interessante Motive, der Dennis. Was der da so malt. Bin entsetzt. Und man soll nicht drüber kommen. Genau, weil sonst gibt es Farbklecksen auf dem Boden. Okay. Moment mal, hab ich nicht eine andere Farbe ausgewählt? Okay, dann mal halt weiß, was soll's. Ich habe doch eine andere Farbe ausgewählt. Das scheint, dass ich nicht gemerkt zu haben. Das ist fast wie bei House Flipper. Nur, dass es da keinen Dennis gibt, der dir die Tankstelle vollmalt. Dennis, ob das eine Anspielung ist auf wie hieß der, also auf den Film Dennis? Mit Mr. Wilson? Der Film ist auch alt, ne? Den kennt, glaube ich, auch jeder. So, einmal volltanken, bitte. Thanks. Na klar. So, und schon wieder eine Nachricht hier. Mein Gott, lauter Mails. Da wirst du dir zugeschissen. Farbroller haben wir gekauft. Mail. Bestellen haben wir. Tanken. Tanken ist eine Haupttätigkeit, um Geld zu verdienen. Jeder Kunde erwartet eine bestimmte Menge an Kraftstoff. Überfülle den Tank und du verlierst den Überschuss. Jetzt präziser du bist, desto höher ist die Chance, ein Trinkgeld zu bekommen. Wenn der Kunde viel Kraftstoff... Ja, okay, man kann mit Shift das Ganze beschleunigen. Das wissen wir auch schon. Fegen.
Staub, ähnlich wie Sand. Naja, in deinem Fall praktisch beides. Ja, wer hätte das gedacht? Also es muss, im Endeffekt, es muss alles sauber sein, weil sonst finden das die Kunden nicht gut. Alles klar, Müllzug los. Ja, das ist genau das, was wir jetzt auch schon gelesen haben, beziehungsweise selber rausgefunden haben mit dem Müllsack und der Müllabfuhr. Hier der Dennis nochmal. Mhm. Ah ja, okay, der empfindet diese Ruine hier als sein Spielplatz, das ist seins und der wird immer mal wieder vorbeikommen. Tja, soviel zum Thema stressfreie Erziehung, Gemälde. Hast du uns ein Gemälde geschenkt, oder was? Okay. Cool. Unser Onkel scheint echt nett zu sein. So, wir sollen hier aber weitermalen. Beziehungsweise, wisst ihr was? Wir malen. Oh, die Polizei kommt. Oh nein. Sir, hier ist alles in Ordnung. Bitte weiterfahren. Oder brauchst du bloß Sprit wahrscheinlich, ne? Hier ist alles in Ordnung. Oh, schau mal hier, wie sich... Im Kofferraumdeckel, wie sich da hier das reflektiert, ist ja witzig. Okay, der will nur tanken. Ach Gott sei Dank, ich habe schon gedacht, der will mich einsperren oder sowas. Naja. Weil ich hier Müll nach kleinen Kindern werfe. Have a nice day. Yo, have a nice day. Genau, so schaut's aus. Den wünsche ich euch übrigens auch, liebe Freunde. Have a nice day. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es weitergeht hier bei Gas Station Simulator. Und ja, ich freue mich auf euch. Ne? Bis zum Wiedersehen. Eine gute Zeit. Macht's es gut. Und Servus.